Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich zusammen mit Hennex einen Podcast, den wir allerdings nicht gemeinsam im gleichen Raum aufnehmen, sondern remote über eine Videoübertragung. Ihr seht hier unser Anchor.fm-Konto, wo all unsere Podcasts auch drin sind. Und Anchor.fm ist die Seite, die unseren Podcast hostet. Die ist komplett kostenfrei und sehr einfach zu benutzen, deswegen benutzen wir sie auch. Und diese Seite empfiehlt als Übertragungssoftware, also wenn man remote aufnehmen möchte, Riverside FM. Ist erstmal wunderbar, sehr einfach zum Benutzen, gute Übertragungsqualität und vor allem gute Soundqualität. Allerdings nur, wenn man in den ersten 2 Stunden bleibt. Das Problem hier ist, wenn man die ersten 2 Stunden überschreitet an Recording, dass man dann keine getrennten Spuren mehr hat. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. Hier seht ihr das, wir haben jetzt hier schon deutlich mehr als 2 Stunden aufgenommen. Und wenn ich jetzt auf die neuesten Folgen draufklicke, kann ich nicht mehr die einzelnen Spuren downloaden, wie ich das hier eigentlich machen wollen würde. Damit ich uns nachher auch vom Level her ungefähr gleichschalten kann, sondern ich muss das Gesamte herunterladen. Und das führt zu einem gravierenden Fehler, denn wenn wir in der Aufnahme sprechen und die Level quasi so eingestellt sind, wie wir es während der Videoschalter haben, kann keiner wirklich überprüfen, ob wir gleich laut sind, denn das, was ich auf meinen Kopfhörern als mein Monitoring höre, ist ja nicht automatisch das, was in Riverside FM als meine Lautstärke aufgenommen wird. Also kann ich nicht überprüfen, ob meine Lautstärke mit der von Hennex matcht, also gleich laut ist. Und das hat zu einem erheblichen Qualitätsdefizit in unseren ersten 4 Folgen geführt, da ich unsere Audio-Level nicht korrekt leveln konnte. Allerdings gibt es dafür einen ganz, ganz, ganz einfachen Trick, wie ihr das umgehen könnt. Und zwar könnt ihr einfach der Person, mit der ihr den Podcast aufnehmen wollt, in meinem Fall jetzt Hennex, sagen, dass sie diese Seite hier als Hoster öffnen soll, ein Studio erstellen soll und mich inviten soll. Also einfach einen Invite-Link erstellen, also auf der Seite der anderen Person und mich jetzt nicht als Guest, sondern als Producer. Und dann sehen wir hier schon den Text. Note, Producer will not be recorded. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Und zwar bedeutet das, dass nachher in dem Recording hier, also wir haben immer noch die wunderbare Live-Übertragung, delayfrei und so weiter über Riverside FM, aber die Tonübertragung beinhaltet nur noch Hennex, nicht mehr mich. Und das bedeutet, dass ich mein Audio einfach auf meinem PC während der Aufnahme sichern kann. Ich habe die genauso gute Übertragung von Hennex über Riverside, die ich halt auch speichern und runterladen kann. Und dann kann ich das einfach nachher in meinem Schnittprogramm bzw. in Audition einfach leveln und auch nachbearbeiten, weil bei Podcasts kann man da noch extrem viel mit Kompressor und so weiter arbeiten, dass das dann nochmal deutlich besser klingt. Und das ist eben der Tipp, den ich euch geben möchte. Noch besser, noch vielleicht qualitativ minimal besser wäre es, wenn Hennex die Aufnahme auch aufnehmen würde, selber und dann quasi an mich schicken würde. Dies macht dann allerdings wirklich keinen großen Unterschied mehr und wäre nur ein großer Mehraufwand. Aus diesem Grund würde ich euch auf jeden Fall Riverside FM empfehlen. Allerdings würde ich, wie gesagt, die Person, die den Podcast schneidet, als Producer hinzufügen und dann das Audio selber capturen. Ich bin jetzt hier beispielsweise an einem Mac, da kann ich das ganz einfach machen, indem ich hier den QuickTime-Player nehme, einfach hier, und eine neue Audioaufnahme starte. Ich würde an eurer Stelle auch nochmal drauf schauen, dass es wirklich eine Audioaufnahme ist und keine Videoaufnahme, wo ihr nur das Audio rausnimmt, weil dann braucht das extrem viel Speicher, aber ich kann hier einfach eine Audioaufnahme wählen im QuickTime-Player hier und dann muss ich hier nur mein richtiges Mikrofon schnell auswählen. Hier, wie gesagt, das heißt jetzt Audio Out in meinem Fall. Und dann ist das ganze Problem einfach gelöst. Ihr geht dann, wenn ihr das mit der Aufnahme so gemacht habt, hier rein und geht dann hier auf Download High Quality, also hier das Download-Symbol High Quality, und dann klickt ihr da drauf und dann geht ihr auf Export in High Quality. Denkt dran, dann ist nur die Person, die den Podcast nicht schneidet, quasi gecaptured hier von Riverside und ihr habt eure Aufnahme separat hier direkt auf eurem Computer. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Ihr könnt gerne in den Podcast reinhören, erster Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, falls das Video euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Das war's. Bis dahin und tschüss.